Abel. Ich will keinen Hinweis benutzen, weil wir ja eigentlich den Hinweis. Naja. Ne? Aber was ist eine Spitze? Was ist damit gemeint? Ich habe keine Ahnung. Spitze von einem Pfeil vielleicht. Aber ich habe keine Spitze von einem Pfeil. Ich habe zwar hier eine Dartscheibe, aber ich habe keine Spitze. Da ist eine Katze versteckt. Was könnte eine Spitze sein? Ich habe echt keine Idee. Puh, Papa, hier, das ist keine Spitze, das ist keine Spitze. Keine Spitze. Wir haben hier Handschellenspitze, das könnte auch nicht sein. Was meinten die mit Spitze? Ich habe keine Idee. Spitze. Spitze. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Hier? Ach, okay, es ist Spitze von einer Gardine gewesen. Schädelmedaillon und Beißzange. Oh Gott, da unten musst du aber auch erstmal kommen. Kerze, Bugspray. Was haben wir hier? In dem Baum ist ein Mond aus Stahl. Ich benötige eine... Alter, da ist gerade jemand gelaufen. Ich hab's gesehen. Was ist hier? Jetzt weiß ich, wo ich Wasser herbekomme, welches benötige. Alles klar. So. Wir hatten doch hier... Warum sollte ich so etwas tun? Weil ich es dir sage. Okay. Wir benutzen erstmal das Insektenspray. So, und dann die Zange. Und bekommen den Puppenarm. Sehr schön. Mit dem Puppenarm gehen wir zu der Puppe. Bitteschön. Echt jetzt? Das war's? Okay. Hat Sam hier früher gelebt? Das weiß ich doch nicht. Eine Dose, ein Schlüssel. Okay, wir haben eine Kerze und einen Schildmedaillon. Gefunden, eins von 36 Spezialobjekten. Boah. Alter, was ist denn jetzt los? Was zum... Was macht das Feuer? Was? Macht das Feuer aus, bevor das ganze Haus niederbrennt? Ja, dazu brauche ich erstmal ein... Wasserkrug oder sowas. Das kriege ich noch nicht raus, ansonsten ist hier nichts. Hier, das geht nicht. Was ist das? Was auch immer es ist, ich sollte es wegwischen. Und natürlich brauchen wir wieder einen Lumpen, brauchen wir wieder einen Schlüssel. Es ist zum Bröckeln. Wir brauchen eine Leiter. Und irgendwie... Pack es doch da rein einfach. Das kann doch nicht so schwer sein. Ach du Scheiße. Okay. Beeren, Fadenkreuz, Schädelmedaillon. Noch ein Schädelmedaillon? Okay. Buch. Dosenöffner. Eine Küchenschabe. Pilze, Äpfel. Zwei. Okay, wir brauchen irgendwas, wo eine 2 drauf ist oder wo was versteckt ist. Kamm. Da ist die 2. Kamm. Eine Spindel.
Der hat ein Radiergummi hier, einen Bogen. Elefant. Alter, warum sind hier Augen? Hier. Widerlich, Fadenkreuz. Linealflugzeug. Braucht man nicht Beeren. Ich habe hier Pilze. Noch ein Pilz. Küchenschabe. Ein Dartpfeil. Beeren. Hier oben. Eine Spindel. Elefant, Pilze. Ach, wir müssen sogar Pilze suchen, ey. Dann ist ja gut. Aber wo versteckt sich der dritte Pilz? Gib mir deinen Pilz. Ich mache lecker Suppe draus. Äpfel, 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 Äpfel. Ich mag die Äpfel. Nichts. Spindel, Pilze, Äpfel, Elefant. Spindel, Pilze, Äpfel, Elefant. Gott, wo soll. Hä? Elefant. Das ist keine Spindel. Ihr seht es wahrscheinlich besser als ich. Spindel. Pilze, Apfel, Äpfel. Wo könnte das noch sein? Wo könnte sich das verstecken? Hier haben wir eine Maske. Das ist ein Besen. Das ist ein aufgehängter Kasperle. Hier ist nichts. Spindel, Pilze. Puh. Spindel, Pilze, Äpfel. Wo könnte sich das verstecken? Ich habe keine Ahnung. Alter, die Puppe wurde einfach mit so einem Holzding hier erstochen. Wo könnte der... Das hier ist eine Feder. Linealaxt. Wo zur Hölle? Hier ist ein Haken. Wo ist das? Da ist ein Pilz. Jetzt brauchen wir nur noch Äpfel und Spindel. Äpfel und Spindel. Spindel ist doch sowas, was man auf eine Spule packt, ne? Hier auf so ein Spinnrad. Aber ich sehe es nicht. Wo könnten Äpfel sein? Wo könnten Äpfel sein? Das sind Augen. Tja. Wo könnte das sein? Spindel und Äpfel. Da, warte mal. Hier, was haben wir hier? Äpfel. Okay, alles klar. Jetzt brauchen wir nur noch eine Spindel. Das wird mein Lieblingswort. Spindel. Wo könnte sich die Spindel verstecken? Wo könnte sich die Spindel verstecken?
Federball. Das hier ist ein Zahnrad oder so. Das haben wir aber auch schon mal gesehen. Wo ist die Spindel? Radiogummi. Komm, ich nehme den Hinweis. Das hier? Okay, gut. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Dosenöffner und Schädelmedaillon. So, Dosenöffner. Zack, zack. Was? Vogelfutter? Wir haben jetzt Schädelmedaillon, 2 Stück. Aha, was ist... Oh Gott. Wir brauchen noch mehr. Vogelfutter? Guck mal hier. So, haben wir einen Schlüssel. Der Schlüssel passt da rein. Okay, wir bekommen eine Spitzhacke, wofür auch immer. Da steht jemand in der Tür. Aber wie zur Hölle? Ich brauche 5. Ist das ein Kronleuchter? Oder ein mittelalterliches Folterinstrument? Ja, es ist ein Folterinstrument, definitiv. Löscht das Feuer. Raus. Ach, warte mal. Hier, mit der Spitzhacke können wir doch bestimmt... Jawohl. Schlüssel der Polizeiwache. Sehr schön. Gehen wir da mal gucken. Hier ist niemand. Das ist wirklich gruselig. Gruselig bist du, weil du eine Puppe bist und sprechen kannst. Und da geht's, oh Gott, ins Nächste. Was ist das denn bitte? Guckt euch das mal an. Das hier und das hier? Alter. So, wir schauen weiter. Eidechse. Habe ich gesehen. Hier ist ein Schlüssel, den braucht man anscheinend nicht. Messer. Noch eine Eidechse. Das ist ja eher so ein Leguan. Thermosflasche. Halbmond. Das ist kein Halbmond. Landkarte. Hier ist der Halbmond. Hier ist der Blitz. Da ist der Tannenbaum. Da ist die Landkarte. Hier ist... Was ist das? Krug? Teekanne. Okay. Weiter geht's. Statuette. Hammer. Thermosflasche, Eidechse, Blume, Krug. Was ist das hier? Das ist nichts. Da ist noch eine Eidechse. Schädelmedaillon. Krug, Blume. Hier ist die Blume. Hier ist der Krug. Jetzt brauchen wir noch eine Thermosflasche. Da ist die Thermosflasche. Echt, das war's? Schädelmeer und Flasche mit heißem Wasser. Okay. Schauen wir uns mal weiter hier um. Grüne Leine, was ist das denn? Eine Lochkarte? Es fehlt ein Teil. Hier. Nein, schrei mich nicht an. Ich könnte diesen Eimer gut gebrauchen. Ich muss die Bretter irgendwie... Okay, alles klar. Wir brauchen also was, um Bretter wegzumachen. Wer bist du denn? Edgar Torres, Polizeichef des Jahres 1983. Irgendwas ist hinter dem Foto, aber mit bloßen... Warum kannst du es mit bloßen Händen nicht abreißen? Es ist ein Foto. XX2X, okay, was auch immer das bedeutet. Hier, Kerze. Nein. Jemand hat die Lampe zerbrochen und dann versuche, Nachricht zu schreiben. SOS, nee.
Ich muss herausfinden, wie die Nachricht lautet. Hier, Flasche mit heißem Wasser. Das ist keine Lösung. Doch, Wasser ist für meistens... XX. Warte, was? Ich muss den Code eingeben, um die Tür zu öffnen. Ist das ein menschliches Stöhnen, was ich da höre? Also, ich höre nichts. Hier, nimm die Lochkarte. Oder nimm das Schädelding. Kann ich nicht drehen. XX2X. Wie gebe ich das jetzt ein? Fehlt hier noch was? XX2X. Nee, das geht nicht. Okay, wir brauchen also irgendwas. Bilder des früheren Polizeichefs und eine Notiz von jemandem, der für ihn gearbeitet hat. Dort steht, er war streng, aber gerecht. Okay. Flaschen. Wofür brauchen wir eine Lochkarte? XX2X. Hier, mach damit. Was in aller Welt tue ich? Du tust das, was ich hier gerade tun möchte und nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich muss einen Code eingeben. Ja, gib ihn doch ein. 54321. XX2X. Okay, das Spiel möchte das also nicht. Flasche mit heißem Wasser und eine Lochkarte. Was könnte das sein? Für was? Das ist keine Lösung. Du bist keine Lösung. So, du kommst jetzt mal da rein. Zwei. Können wir denn hier irgendwas machen? Hier ist nur, dass uns da was fehlt. Wir brauchen eine Leiter, aber woher? Woher, wenn nicht stehlen? Noch irgendwas. Ach so, hier fehlt ja was. Dann pack die Lochkarte doch da rein. Es fehlt ein Teil. Hä? Verstehe ich nicht. Hier, Kerze. Lochkarte. XX2X. Nein. Den Code eingeben. XX2X stand doch da. XX2X. Aber ich kann den Code nicht eingeben. Warum? Warum kann ich den Code nicht da eingeben? Kann ich herausfinden, was da... Okay, das ist anscheinend falsch. XX2X. Warte mal, leuchtet das, weil hier noch irgendwas ist? Oh, okay. Wir haben ein Spezialobjekt gefunden, aber niemand weiß. Ich habe nicht genug Wasser, um das Feuer zu löschen. Oh, Jesus. Lösch das Feuer. Ich bin in einer Sackgasse.
können auch nicht zurück im Puppenhaus. Das Puppenhaus sagt uns auch nichts. Was könnte das sein? So, was könnte es sein? Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt eine Flasche mit heißem Wasser, eine Lochkarte und eine Kerze. Ach so, siehst du, kann ich die Kerze eine brennende Kerze. Wow. Hier. Macht keinen Sinn, dies zu tun, Alter. Aha. 86. 861? 861. 861? Nein. Warte mal, wie war das hier? 8621. Ist das überhaupt eine 1? 86. Was ist doch eigentlich? Nein. Nein. 8 6 2. Das ist falsch. Nein! 8 6 2 3. Auch nicht. Nein. 8 6 2 7 ist... Hä? Aber was ist das denn für eine Zahl hier? 8, 6 und was ist hier hinten? Weil 8, 6, 2 und irgendwas. 8, 6, 2 und irgendwas. Puh. 8, 6, 2. 3 ist falsch. Nein. 8, 6, 2, 0, 0. 8. Ah, jetzt. Alles klar. Jemand hat den Polizeichef an diesen Stuhl gefesselt. Ich muss die Ketten entfernen. Er hat fürchterliche Schmerzen. Woher willst du denn das wissen? Ein Objekt gefunden. Sehr schön. Ah, da kommt die Lochkarte rein. Ja, gut, ne? Warum nicht?